Das verrückteste Ende der Welt hat sehr viele Schauplatzwechsel. Der interessanteste Schauplatz für mich im Film ist das Meer, da ich noch nie am Meer gedreht habe. Also haben wir die Gelegenheit am Schopf gepackt und die Gurkenverleihung 2015, Q-Kid, dazu benutzt, um Peter und Gott ans Meer zu bringen. Gott und Peter. Seid ihr bereit? Wir waren ein extrem kleines Team, aber hoch motiviert, standen unter extremem Zeitdruck, da es galt, die Totalen zu schießen, bevor sich der Strand mit Leuten füllte. Der Tag begann zwar etwas wolkenverhangen, aber sobald die Sonne kam, kamen auch die Leute. Aber schlussendlich hatten wir es geschafft. Es ist getan. Hier am Meer. Drehschluss am Meer. Drehschluss am Meer, so ist es.